es ist wichtig, dass wir uns nicht nur die Geschichten von früher anhören, aus so einem individuellen Interesse, sondern dass wir versuchen, es halt für unsere tagespolitischen Kämpfe abzuleiten. Was mein persönlicher Eindruck war, mit dem Aufkommen der Corona-Pandemie, das ist nur ein gefühlter Eindruck und mein Eindruck von Social Media auch, das Interesse bei jüngeren Leuten zugenommen, sich zum Beispiel mit dem Thema Befreiung vom Faschismus und Widerstand zu beschäftigen. Ich kann mir diesen Anstieg persönlich nicht so erklären an diesem Interesse, weil es diese Angebote ja regelmäßiger gibt. Ich kann mir es halt nur daran erklären, dass einfach in Zeiten, wo Krisen da sind, ein Interesse daran höher wird, auch bei jungen Menschen, wo denn Lösungsansätze sein könnten. Und wo sind die denn zu suchen? Die sind natürlich in der Geschichte unserer eigenen Bewegung zu suchen, weil was nützt denn eine bundesrepublikanische Geschichtsschreibung, wo uns irgendwelche Adenauers oder so als große Helden der deutschen Geschichte irgendwie dargestellt werden, für unsere eigenen Kämpfe? Man kann sich nicht aufrichten an jemand, der ein Unterdrücker ist. Wir können uns aufrichten und uns Mut geben in Zeiten, wo es schwer ist, wo wir in einer Zeit von multiplen Krisen, von einer Wirtschaftskrise und einem möglicherweise neuen Weltkrieg sind, indem wir uns halt orientieren an Leuten, die einfach halt sich kollektiv zusammengeschlossen haben, um zu sagen, wir begehren auf. Und das wäre auch unsere Botschaft, die wir als Gruppe, ja, als Antifa Nordost, aber auch natürlich im Namen der VVN an euch mitgeben wollen. Begehrt auf, schließt euch zusammen. Dieser neoliberale Scheiß, dass man halt im Einzelnen für sich die Lösung findet, Gedankenschleifen dreht, um dann irgendwie halt seinen Einklang mit sich selbst zu finden, ist einfach totaler neoliberaler Bullshit. Wir müssen uns zusammenschließen, Gemeinschaft suchen und gemeinsam aufbegehren, weil das ist das, wo wir halt einfach manchmal auch aus der persönlichen Krise, die wir halt erfahren, rauskommen, weil selbst jede persönliche Krise hat nicht immer nur mit dir zu tun, sondern einfach mit den äußeren Umständen, beschissenen Arbeitsverhältnissen, Arbeitskollegen, die nicht solidarisch sind, die dich halt anscheißen, mit Rassismus, den deine Freundinnen oder du selber im Zweifelsfall auf Arbeit erfahren. Dieses Zeug hat mit diesem System zu tun. Deswegen scheiß auf die Innerlichkeit, lass uns zusammenschließen und gemeinsam aufbegehren. Und wie gesagt, ihr kennt ja diesen Spruch mit den Rasenflächen und den Revolutionen in Deutschland. Ja, macht's wie in Frankreich. Lasst es krachen, okay? Und ansonsten, den feministischen Aspekt, der wurde heute betont, das war uns sehr wichtig. Auch die Frauen in der Revolution nicht vergessen. Sobald ihr Informationen irgendwo mal aufpiekt und ihr habt irgendein Social-Media-Profil zur Hand, auch wenn es nur euer eigenes ist, einfach reinhauen, die Masse macht's. Ja? Die Kämpfe von Frauen sichtbar machen. Und wenn ihr ein paar Blumen haben wollt, könnt ihr euch die hier nehmen. Ich teile auch ein paar davon aus, ja, und dann könnt ihr die hier anbringen und ansonsten, ja, danke komplett. Danke für unsere Fahnenhalterin, dann danke, dass ihr da wart und ich stehe hier vorne, ihr könnt euch ein paar Blumen nehmen. Genau. Ja, gerne, danke. Tafel hier an der Buchmauer. Auf der rechten, da ist also 10x10 Größe.